Das Carpe Diem ist ein Ort für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Es ist ausgerichtet auf die Grundbedürfnisse eines Menschen. Es gibt eine Kleiderkammer, Erstberatungen, man kann Tageszeitungen lesen, Wäsche waschen, duschen und auch eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Tommy, der Koch des Carpe Diems, führt seinen Job mit großer Freude aus und weiß genau, was seinen Job so besonders macht. Erstens, weil ich mal auch von so Einrichtungen gelebt habe und auch gerne wieder was zurückgeben möchte an die Gesellschaft und auch an die Leute, die auch mal so wie ich waren, auf der Straße waren und so. Und dann ist das ein besonderes Bedürfnis für mich, da auch was zu tun, in der Hinsicht dann auch wieder was zurückzugeben. Ne? Also das Kochen und also auch das Kartoffelschälen oder Zwiebelschneiden, das macht mir Spaß und auch unwahrscheinlich gerne. Deswegen ist das hier der ideale Job für mich. So, ne? Aber was wünscht sich Tommy für seine Zukunft? Dass ich hier vielleicht noch weiter hinbleiben kann und weiter für die Gäste hier kochen kann. Und das ist also für mich eigentlich ein Bedürfnis, ja. Es werden über 40 Essen pro Tag an Besucher ausgegeben. Doch um das weiter anbieten zu können, sind Spenden unabdingbar. Jasmin Hinze, Sozialpädagogin und Leiterin des Carpe Diems, hat heute ein ganz besonderes Anliegen. Wir haben ja einen Koch und dieser Koch hat seit 5 Jahren jetzt bei uns den Kochlöffel geschwungen und droht uns aber wegzubrechen. Herr Krücker war lange Zeit über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vom Jobcenter bei uns integriert. Die endet jetzt bzw. hat schon geendet und weil wir dieses Angebot eben dringend aufrechterhalten möchten für unsere Besucher, habe ich mich hilfesuchend an euch gewendet. Wie so oft im Leben geht es mal wieder ums liebe Geld. Wir brauchen für die Stelle des Kochs, damit wir ihn ein Jahr in Arbeit halten können, 20.000 Euro. Erstmal ist wichtig, die richtigen Kontodaten zu haben und im Verwendungszweck anzugeben, wofür es ist. In dem Fall wäre es Tagestreff Carpe Diem, Personalkosten. Und es ist total wurscht, ob wir jährlich kleine Summen kriegen, die am Ende des Jahres dann die große 20.000 Spende zusammenstellen können oder ob das ein Mix ist von Klein- und Großspenden. Das ist ganz bunt und jedem Einzelnen überlassen. Wir wären einfach nur total happy, wenn es gelingen könnte, dieses immer wieder neu gesteckte Jahresziel von 20.000 Euro zu erreichen, damit wir weiterhin ein warmes Mittagessen unseren Besuchern anbieten können. Tatsächlich ist es schon gelungen, Menschen zu finden, die uns mit kleineren und größeren Spenden zur Seite standen. Darüber sind wir total happy und die Chance möchte ich auch gerne nutzen, dafür einmal Danke zu sagen. Das ist ganz großartig. Leider reicht es in der Gänze noch nicht aus, wenn es darum geht, einen unbefristeten Vertrag anbieten zu können. Herr Krücker ist, wie gesagt, seit etwas über 5 Jahren bei uns im Haus, hat es auch nicht immer leicht im Leben gehabt und hat hier aber so seinen Heimathafen gefunden und ist sozusagen der passende Deckel zum Topf vom Carpe Diem. Also die beiden gehören zusammen wie Yin und Yang, ja. Ein sehr liebenswerter Mensch, der mit ganz viel Leidenschaft gutes Essen bei uns kocht und wir deswegen ein wirklich ganz, ganz starkes Interesse daran haben, ihn einmal weiterhin in Lohn und Arbeit behalten zu können und dann aber eben auch das Bedürfnis unserer Besucher stillen zu können. Wir bleiben für euch dran, ob wir es gemeinsam schaffen, dass Tommy seinen Job behalten darf. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal für die vielen Spenden, die hier reinkommen, damit mein Job erhalten bleiben kann und ich hier den Gästen immer noch ein wunderbares Essen zubereiten kann und ja, dass es noch lang bleibt.